Ja, und hallo und herzlich willkommen zur Aufzeichnung von Return to Monkey Island hier auf meinem Twitch-Kanal und auch auf meinem YouTube-Kanal. Einmal die Woche eine Folge zu sehen. Wir sind ja schon relativ weit gekommen jetzt, ne? Also zumindest, was ich mich erinnere. Ich habe ja das letzte Mal wieder vor ein paar Wochen erst gespielt. Aber mal gucken, ob ich meine Erinnerung trügt. Ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Soll er uns doch nochmal kurz auffrischen, wo wir waren? Ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Okay. Erinnerst du dich, dass ich LeChucks Mannschaft beigetreten bin, um nach Monkey Island zu kommen? Ich wurde in letzter Minute enttarnt und LeChuck hat mich von Bord geworfen. Es war nur ein kurzer Spaziergang nach Monkey Island und ich hatte LeChucks Karte zum Geheimnis in meiner Tasche. Aha. Ach so, das war das. 6 Minuten Fußweg. Monkey Island, 6 Minuten Fußweg.2 Minuten später. Eine Karte. Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Wieder 2 Minuten später. Haben wir hier wieder eine Karte oder was? Da ist ein. Oh, guck mal, ein Gitter unten. Wieder 2 Minuten später. Monkey Island, ich bin Skybrush. Hast du mich vermisst? Dein Geheimnis wird mein sein. 10 Minuten. Höchstens. Ich muss nur einen Blick auf die Karte werfen, die ich von LeChuck geklaut habe. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Also, was haben wir hier? Irgendeine komische Krabbe, können wir nichts mitmachen. Und was haben wir hier? Ein süßes romantisches Herz. L plus E, LeChuck plus Elaine, oder was, hä? Oh, es ist ein Herz mit L plus E, das jemand romantisch in den Baum geschnitzt hat. Ist auch irgendwas hier am Strand? Na, eine Quizkarte. Gut, nehmen wir auch noch mal mit. Okay, gut. Gucken wir mal ins Quizbuch rein gerade. Die Abkürzung für Marley-Skorbut-Stiftung lautet Scum, Scap, Slaps, SPU. Was? Keine Ahnung. Ich bin offensichtlich doch nicht so ein guter Monkey Island-Kenner. Ich habe doch mehrere von diesen Quizkarten gekriegt. Da. Wie viele Schiffsmasten sind auf der Straße mit dem schlafenden Piraten zu sehen? Was für ein schlafender Pirat. Okay, war offensichtlich keine Fangfrage. Gut, dann gucken wir mal in das Bild bewundern. Es ist zerrissen und hässlich, aber auf seltsame Weise fesselnd. Also LeChucks Karte zum Geheimnis anstarren. Beginne deine Suche am roten Beerenstrauch. Folge der steinernen Affenhand.
Bleib auf dem Weg beim Holzhuhn. Schleich dich an den Bienen vorbei, beachte das Schild. Das X markiert die Stelle. Roter Beerenstrauch und dann zur steinernen Affenhand. Alles klar. Wo ist der rote Beerenstrauch? Oh, Murray ist da. Murray, bist du das? Tut mir leid wegen der Kanone. Oh, es ist nur ein gruseliger Schädel. Den werde ich für meinen Shakespeare-Sommervorrat aufheben. Okay, gehen wir in den Dschungel. Da ist der rote Beerenstrauch. Strand. Das Schiffswrack. Gigantischer Affenkopf. Vulkanstrand. Mächtigen Vulkan anstarren. Okay. Noch eine Quizkarte. Man hört nicht viel über Landpiraten, aber es gibt sie. Wie wird das nochmal? Folge der Steine in der Affenhand. Bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn. Wahrscheinlich würde er jetzt gleich sagen, das Geheimnis ist dort nicht, ne? So, Schokoladenkrümel sind doch was Unfeines. So. Können wir jetzt mal langsam zum Spiel kommen hier? Also Folge der großen... Es ist ein großes Steinaffenteil. Mich schaudert es bei dem Gedanken, welches Teil ich als nächstes finden könnte. Geschnitztes Holzhuhn? Müssen wir beim Huhn vorbei, oder? Nur ein alter Schädel. Okay, den Schädel haben wir nichts. Bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn, schleich dich an den Bienen vorbei. Okay. Hilfreiches Schild. Sacred. Ein malerisches Vogelhaus. Geheimnis hier lang. Es ist ziemlich unkompliziert, was ich sehr schätze. Oh. Ein X markiert die Stelle. Eine Gratisschaufel liegt auch da. Das Geheimnis von Monkey Island muss hier begraben sein. Na gut, also. Was für ein unglaublicher Glücksfall. Eine kostenlose Schaufel, um das Geheimnis auszugraben. Ich nehme mir die einfach. Was kann hier schief gehen? Wow. War klar. Das ist nicht LeChuck. Ach nein. Unsere super Oberpiraten, die LeChuck
auf diese Insel bringen wollten, oder was? Oh, die Falle ist für LeChuck. Das erklärt das Walzbier. LeChuck ist ein grünlicher, schriller Typ mit Bart und einem großen Hut. Du musst wohl der Schlaue sein. Du musst wohl der Schlaue sein. Dieser Clown wird LeChucks Geheimnisse nicht kennen. Aber ich denke, wir können ihn trotzdem foltern. Warte! Ich kenne viele von LeChucks Geheimnissen. Vielleicht kann ich helfen. Keine Folter nötig. Ich kenne viele von LeChucks Geheimnissen. Ich kenne viele von LeChucks Geheimnissen. Kennst du LeChucks Titelmelodie, sein Slogan oder sein Lieblingsessen? War jetzt schwierig, ne? Wie wäre es mit den ersten beiden Noten seiner Titelmelodie? Warum in aller Welt sollte euch das interessieren? Warum in aller Welt sollte euch das interessieren? Das führt zu nichts. Wir wären gar nicht in dieser Lage, wenn du mir erlaubt hättest, ihn auf Mili zu töten. Fang nicht damit an, Layla. Denk daran, dass ich es war, der die echte Karte auf dem Weg zu LeChuck abgefangen hat. Das ist ein leeres Blatt Papier. Sie ist verschlüsselt. Ich kann sie mit einem Zauber der dunklen Magie aufdecken. Aber ich brauche LeChucks persönliche Informationen, um die Sicherheitsmaßnahmen zu knacken. Als Teil des Zaubers müssen wir seine Musik spielen, seinen Slogan sagen und sein Lieblingsessen essen. Oh Gott. Ihr könntet ihn einfach fragen. LeChuck ist zu mächtig, um ihm direkt gegenüberzutreten. Diese Falle sollte ihn überrumpeln, damit wir die Informationen aus ihm herausbekommen können. Und jetzt haben wir kein Malzbier mehr. Ja, Mizi. Was meinst du dazu? Du hast auch kein Malzbier mehr, ne? Ups. Ich musste mal gerade pausieren. Mizi, du musst auch dich mal ordentlich hinlegen hier. So, ich habe eine Menge geschluckt. Vielleicht warten wir einfach eine halbe Stunde? Wir könnten sein Schiff nach Informationen durchsuchen, während er weg ist. Wir könnten seine Mannschaft nach all diesen Dingen fragen. Daran haben wir gedacht. Aber sie sind auf dem Schiff. Und das ist so verzaubert, dass man nicht an Bord gehen kann. Nur LeChuck und seine Mannschaft können an Bord gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich offiziell gefeuert wurde. Ich meine, ich bin zwar auf dem Meeresgrund gelandet, aber niemand hat je gesagt, du bist gefeuert. Du kannst auf das Schiff gehen? Wahrscheinlich. Ich meine, definitiv. Ja. Na schön. Die Sache sieht so aus. Du findest heraus, was wir wissen müssen. Wir entschlüsseln die Karte und wir teilen das Geheimnis durch vier. Das ist das einzige Angebot. Und ich werde es nicht noch einmal machen. Mizi. Ja oder nein? Was sind die Alternativen? Wir töten dich. Ich akzeptiere. Unmöglich! Hast dich mit Captain Madison zusammengetan? Sie hatten natürlich vor, mich zu hintergehen. Meine einzige Möglichkeit war, es zuerst zu tun. Sie doppelt zu hintergehen, bevor sie mich hintergehen können. Dreifach hintergehen. Dad? Ich würde ihnen das besorgen, was sie für den Zauber auf der Karte brauchen, und dann einen Weg finden, sie zu stehlen. Cool! Vergiss nicht. Es ist seine Erkennungsmelodie, sein Slogan und sein Lieblingsessen. Okay. Wir schlagen unser Lager am großen Affenkopf auf, falls du etwas brauchst. Es gibt da eine Sache. Ja, welche eine Sache denn? Ihnen folgen? Ne, ihnen folgen war da. Sie sind am großen Affenkopf, okay. Dann gehen wir mal auf dem Weg zum Affenkopf zum Schiffswrack. Oh, Murray? Murray, bist du das? Tut mir leid, dass ich dich platt gemacht habe. Oh, das ist nur ein gruseliger Totenkopf. Ich behalte ihn für Halloween. Okay, und eine Karte. Jetzt haben wir wieder ein paar Karten. Können wir das Quiz buchen? Das Paar im Park futtert. Eine Ente, ein Reh, eine Taube, ein Eichhörnchen. Eine Ente. Füttert eine Ente. Das war am Anfang, das habe ich gesehen. Endlich mal wieder eine Frage richtig beantwortet. Da ist noch eine.
Dave Grossman begann seine Arbeit bei Lucasfilm Games im Jahr... Oh. Ich würde sagen 88, 87. 88, 88. Nein, war es 87. Wahrscheinlich. Naja. Felsen an der Küste. Was ist das denn? Die Felsen hier sind tückisch. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Zeh stoße. Der uralte Kampf zwischen Fels und Schiffsrumpf endet immer nur auf eine Weise. Das bringt das Wrack in Schiffswrack wirklich auf den Punkt. Mein Mitgefühl gilt dem unglücklichen Kapitän. Da steht die Sea Monkey. Hey, oh, das ist mein altes Schiff. Monkey Island 1. Wow, die Sea Monkey hat mir Abenteuer und Ruhm gebracht. Ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Omen. Entweder das oder dieses vergessene Schiffswrack, das am Strand liegt, hat eine hohe Symbolkraft. Genau, eine hohe Symbolkraft. Und ich würde das alte Mädchen gern wieder flott machen. Das wäre ein tolles Sommerprojekt. Aber wenn die Sea Monkey hier ist, dann ist vielleicht auch Herman Toothfruit hier, oder? Okay, gut. Den gigantischen Affenkopf. Versuchen, das alte Schild zu lesen. Es ist im Laufe der Jahre verblasst, aber es steht immer noch Privateigentum drauf. Okay. Ach so, okay, das ist der Weg hier lang zum Affenkopf. Oh, da eine Quizkarte. Mary, bist du das? Entschuldige die Dinge, die ich zu dir gesagt habe. Ah, es ist nur ein ranziger Schädel. Ich behalte den für die Voodoo-Lady. Nur ein alter Schädel. Nur ein alter Schädel. Nur ein alter Schädel. Okay. Ein weiteres Quizbuch. Warum war Otis im Gefängnis auf Lucre Island? Docks betrogen. Er hat angeblich eine Bank aufgenommen. Er hat angeblich einen Gehstock gestohlen. Er hat angeblich Blumen aus dem Garten von Ozymandra gestohlen. Oh nein, das hat er doch vorhin gesagt gehabt. Ach, auf Lucre Island. Ja, das war das mit Ozymandra. Stimmt. Ja. Das war in Monkey Island 4. Hey, Partner. Was haben sie denn hier? Hübsche. Da hat aber jemand eine schöne Sammlung von bunten Glasflaschen. Threepwood. Ich hätte mir denken können, dass du hier mit drin steckst. Das ist genau deine Art von Schlamassel. Deine auch, wie es scheint. Ich mag die moralisch schwarzen Bereiche. Wie war deine Reise nach Monkey Island? Feucht. Aus irgendeinem Grund werfen mich die Leute immer wieder in Kessel mit Glibber. Aber ich werde mich an allen rächen. Vor allem an diesem verwelkten Zombie-Mann aus LeChucks Mannschaft. Bekommst du auch einen Anteil vom Geheimnis? Sie haben mir dein Skelett versprochen. Ohne den Kopf versteht sich. Wie kommt es, dass du nicht mehr platt bist? Was zum... Woher weißt du davon? Mit wem hast du geredet? Ich habe ein Auge auf dich, Threepwood. Sozusagen. Ist es unangenehm, an einem spitzen Pfahl zu hängen? Ich kenne einen einfachen Weg, wie du das herausfinden kannst. Und jetzt hör auf, mich zu nerven. Ist es unangenehm, an einem spitzen Pfahl zu hängen? Ich kenne einen einfachen Weg, wie du das herausfinden kannst. Gut, also. Und jetzt hör auf, mich zu nerven. Okay, gut. Guck mal, wir haben hier einen Schädel. Ach. Die kann ich auf die hier drauf spießen. Das braucht man wahrscheinlich.
Auf jeden Fall gehören die wohl dazu, ne? Ich frage mich, ob dieser Armknochen irgendetwas zu bedeuten hat. Natürlich, wenn man ihn mitnehmen kann. Auf jeden Fall, ne? So. Wir sind bereit. Hast du schon LeChucks Geheimnisse erfahren? Ich mache mir Sorgen, dass LeChucks Mannschaft mich erkennt, wenn ich zum Schiff zurückkehre. Ich hatte vorher eine Verkleidung, aber die ist jetzt weg. Du musst wie einer von ihnen aussehen. Ich kenne einen guten Spruch, der das kann. Ich brauche ein Geheimnis, auf dem ich aufbauen kann. Besorg mir einen materiellen Gegenstand von einem Mitglied der Mannschaft. Etwas, das er vor den anderen versteckt halten würde. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Aha, etwas, was versteckt halten würde, okay. Hast du etwas Geheimes von einem Mitglied der Mannschaft mitgebracht? Noch nicht. Noch nicht. Ich werde daran arbeiten. Beeil dich. Okay, bis gut. Bis dann, bis Partner. Da. Partner, ja natürlich. Ist hier irgendwas noch? Nee, ab in den Dschungel. Ausguck, oben. Ach, noch ein Schädel. Es ist ein mit Meersalz verkrusteter Schädel. Gut, den nehmen wir auch mit. Kann ich hier runterhüpfen? Nee. Nicht so wie in Monkey Island 1, ne? Das ist einen Blick wert. Auf dem Vulkan waren wir doch auch schon. Hier ist nochmal der rote Beerenstrauch. So, und wenn ich jetzt woanders lang gehe als da? Hier gibt es nur jede Menge Dschungel. Na gut. Gehen wir zum Vulkanstrand. Noch ein Schädel. Zu LeChucks unnötig übertriebenem Schiff zurückkehren. Ah, etwas Treibholz. Es ist ein Stück Treibholz, das am Strand angespült wurde. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja und? Ist da sonst noch irgendwas? Nee, okay, also. Oder war da eine Karte gerade? Nee. Gut, gehen wir rüber. Oh. Abendessen? Ja, ich schätze nicht. Ein großer Anker, eine Quizkarte. Oh, und noch ein Schädel. Ich spüre hier das pure Böse. Mehr als das, was für ein gewöhnliches Meerestier angemessen ist. Okay, gut. Dieses ganze riesige Schiff ist eine Art schwimmende Midlife-Crisis. Oh. Okay, wir dürfen hier also noch lang. So viele schöne, fettige Erinnerungen. Sie haben es versiegelt. Ah, Mist. Ich darf noch runter, oder? Ich ertrinke in meinen Gedanken. Hallo nochmal. Nochmal? Ich kenne dich nicht. An eine hässliche Visage wie deine würde ich mich erinnern. Oh, mein Fehler. Bis später. Nein, warte. Das war nur ein Scherz. Warte mal. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich stecke ein bisschen fest. Habe ich gesehen, wie du ein Notizbuch in dein Hemd gestopft hast?
Habe ich gesehen, wie du ein Notizbuch in dein Hemd gestopft hast? Das ist nichts, was du wissen musst. Geh weg. Was steht in dem Notizbuch? Ist es ein Tagebuch? Na gut, es sind Gedichte, okay? Zombie-Piraten-Gedichte. Aber sie sind noch nicht ganz fertig. Ich habe hier und da noch Probleme mit dem ersten Akt. Vielleicht kann ich dir bei deinen Gedichten helfen. Ich habe schon die eine oder andere Metapher in meinem Leben verwendet. Nun, ich komme an einigen Stellen nicht weiter. Was reimt sich zum Beispiel auf Getier? Malzbier. Malzbier? Oh ja, das könnte funktionieren. Also gut, ich brauche auch eine Idee für etwas, das wächst. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ich denke, das passt. Wie wäre es mit einem Reim auf Pack? Anorak, Wrack, Lack. Kajak, Ananas. Ananas nicht. Wrack. Wrack. Wrack, ja. Das könnte passen. Ich glaube nicht, dass ich von allein darauf gekommen wäre. Vielen Dank. Mir stand ein bisschen das Wasser bis zum Hals, aber ich denke, zumindest den ersten Band kann ich jetzt als abgeschlossen bezeichnen. Okay. Hey! Was willst du? Kennst du zufällig LeChucks Slogan? Nee. Wenn er schreit, bin ich zu abgelenkt, weil ich seine Zähne zähle. Das hat mich schon ein paar Mal in Schwierigkeiten gebracht. Weißt du zufällig, was LeChuck am liebsten isst? Ich habe Besseres zu tun, als diesem Kerl beim Essen zuzusehen. Weißt du, ob LeChuck eine Titelmelodie hat? Zählt das Geschrei seiner Feinde? Ich bezweifle es. Dann nicht. Wie bist du am Ruder hängen geblieben? Bei meinem Job. Ich habe einen neuen Schrubber eingewiesen mit seinem Mob. Das ist gar nicht übel. Top, Snob, Stopp. Stopp könnte funktionieren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass das obere Management mit meinen Methoden nicht einverstanden war. Und jetzt bin ich hier. Würdest du mir jetzt, wo sie fertig sind, deine Gedichte zeigen? Was? Damit du sie stehlen kannst? Ich glaube nicht. Hey! Was willst du? Der neue Schrubber, den du erwähnt hast, wie war er? Aufstrebender Stern? Rohdiamant? Ein nutzloser Klotz. Ich glaube nicht, dass er das eine Ende des Mobs vom anderen unterscheiden kann. Außerdem ist er hier runtergekommen, hat ein Messer gestohlen, das ich in meinem Rücken hatte, und hat mich stecken lassen. Er hat nicht einmal versucht zu helfen. Wenn du netter zu dem Schrubber gewesen wärst, hätte er dir vielleicht geholfen? Er nicht. Manchmal merkt man es den Leuten einfach an. Hast du jemals daran gedacht, dass du es vielleicht verdient hast, hier unten zu bleiben, weil du ein grausamer Tyrann mit Selbstwertproblemen bist? Nee. Nee. Würdest du mir jetzt, wo sie fertig sind, deine Gedichte zeigen? Was? Damit du sie stehlen kannst? Ich glaube nicht. Okay, gut. Könnte ein Humerus sein. Oder vielleicht die Ulna. Schwer zu sagen ohne eine gründliche forensische Analyse. Das geht nicht. Vielleicht das Messer. Nee. Wie soll ich dir denn helfen? Kann ich dir helfen überhaupt? Nee, die will er auch nicht haben. Die Visitenkarte. Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Freund habe, der eine Zeitung herausgibt? Er könnte an deinen Gedichten interessiert sein. Das wäre fantastisch. Aber ich bin im Moment ein wenig in Verlegenheit, weil ich am Ruder festhänge und so. Vielleicht könntest du deinem befreundeten Herausgeber meine Arbeit zeigen. Das mache ich gern. Na also. Und lass uns das einfach für uns behalten, wenn es dir nichts ausmacht. Bis sie angekündigt werden, schweigen wir. Gut, jetzt habe ich wenigstens das Gedichtbuch. Meine Güte, Gullet, deine Gedichte. Das einzig passende Wort ist wow. Oh, vielen Dank. Okay, gut. Jetzt haben wir den Gedichtsband. Ich glaube, das ist das Geheimnis, was ich brauche.
LeChucks Kabine. Verlockend, aber der Aufstieg würde selbst meine legendären Fähigkeiten übersteigen. Na gut. So, wenn ich hochgehe, was passiert? Du! Hi! Du bist auf diesem Schiff nicht willkommen, Threepwood. Na gut. Aber ich werde einfach nur runtergestoßen, das ist gut. So, einfach hoch. So, irgendeine Karte, also eine Quizkarte hatten wir doch noch. Der Name des Sheriffs in Monkey Island war Fester Scheintop. Jawohl, siehst du, das weiß ich. Ich bin nicht einmal ein Fan von lebendem Tintenfisch. Aha, das war das Böse, ne? Das ist hier rausgekommen und ist an Land gegangen und ist gestorben. Gut, wir gehen zum gigantischen Affenkopf und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich!